Guten Abend, wir sind hier bei Crusader Kings 2 und mein Name ist Krumpas Bambuso. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir werden wieder mal Crusader Kings 2 spielen. Es gab ja schon zwei Projekte, die wir hier gemeinsam durchgeführt haben. Mehr oder weniger erfolgreich oder eher nicht, aber egal. Und ihr wisst natürlich, wir werden das hier, der mich ein bisschen kennt, nicht einfach nur so spielen, sondern mit Rollenspielelementen. Ja, das heißt, wir werden die Charaktereigenschaften hier zugrunde, ja, unser grundlegendes Spiel wird durch die Charaktereigenschaften beeinflusst. Aber es wird auch noch andere Elemente geben, die dieses Projekt mitbestimmen. Zuallererst, wir haben hier Herzog Estevao De Krumpa, das ist ein selbst erstellter Charakter. Und ja, was ist denn das für ein Charakter? Mit wem spielen wir her? Er ist der Herzog von Portugal. Wir können ja mal kurz schauen. Nein, das ist falsch gewesen. Zack. Was hier? Die macht man nochmal. So, STRG und Linksklick, ja. Ja, hier sehen wir. Portugal, wow, das war jetzt eine sehr schwierige Geburt. Und wir sind eben Herzog dieses Herzogtums innerhalb des Königreichs Galizien, wie man hier unschwer erkennen kann. Wir starten im Jahr 1066, diesmal ein bisschen später als bei den anderen beiden Projekten. Aber das ist auch in Ordnung so. Und wer ist dieser Estevao De Krumpa? Er ist ein Bastard, ein legitimierter Bastard, das heißt, sein Vater, ja, war der vorherige Herzog, aber er ist das uneheliche Kind von ihm. Und wie ist er an die Macht gekommen? Ganz einfach, der Vater ist gestorben ohne einen, ja, ohne eine geregelte Nachfolge. Es gibt keine weiteren Kinder, auch entfernte Verwandte gibt es nicht, und da hat hier Estevao Glück. Naja, wie man es eben nimmt. Wie gesagt, er ist ein legitimierter Bastard. Er ist hässlich und schwächlich. Also kein starker Charakter. Er ist aber gerissen und auch gebildet. Also er ist nicht auf den Kopf gefallen. Er weiß, wie man ja hantieren muss, damit man erfolgreich sein kann. Allerdings ist er auch neidig und ehrgeizig. Also er hat Pläne und will auch etwas erreichen. Er stand immer ja im Schatten. Er wurde ja quasi, er ist zwar legitimiert, aber wurde nie wirklich von seinem Vater anerkannt. Und jetzt ist er mehr oder weniger Herzog geworden, mit jungen 20 Jahren, und muss schauen, was er macht, damit eben, ja, damit er eine erfolgreiche Zeit haben kann. Wie gesagt, er ist Herzog und auch Graf, also er hat die Grafschaft Porto, also ist Graf von Porto. Und seine allererste Aufgabe wird es sein, eine Ehefrau zu finden, damit wir auch die Nachfolge eben aufbauen können. Er ist, da er ein legitimierter Bastard ist, nicht mehr angehörig der früheren Dynastie seines Vaters und hat seine eigene Dynastie gegründet, und zwar De Krumpa, wie wir hier sehen, das Wappen, ist der erste, und er wird quasi die Geschicke des Hauses Krumpa, De Krumpa, beginnen. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf und wollt die Geschichte von Estevao und seiner Dynastie miterleben. Okay, gucken wir mal ein bisschen die Lage, was hier genau hier so ansteht. Also es gibt hier den König der König Garcia, der Zweite von Galizien, von Jimena. Und wir können ja mal den Reichsaufbau hier, oh, da steht einfach nur Verknüpfung. Da sehen wir, er hat genau einen Herzog, das sind vier. Und dann ansonsten hier nur Bürgermeister, also Baronien, die ihm unterstellt sind. Das heißt, wir sind sein größter Vasall. Wir haben eben selbst auch noch Vasallen. Das sind hier sogar Grafschaften, also die sind gar nicht mal so unrelevant. Wir haben immerhin 13 Besitztümer, also Vasallenbesitztümer. Er hat 20, aber okay.
Na gut, weil das sich halt eben zusammen addiert. Das heißt, wir sind da relativ wichtig und er hier ist religiöser Eiferer, willkürlich, zornig und ehrlich. Und wie gesagt, er ist nicht doof, er will jetzt, nachdem er jahrelang quasi im Verborgenen gelebt hat, wie gesagt, er ist legitimiert, er ist aber auch quasi nur der Notfallherzog, weil eben kein anderer zur Verfügung gestanden hat. Aber das will er eben nicht auf sich sitzen lassen. Er ist kein angenehmer Charakter für die anderen Leute. Wie gesagt, er ist hässlich und schwächlich. Das ist eines Herzogs nicht würdig, aber wie gesagt, es gibt keinen anderen. Aber er will beweisen, dass es eben nicht so der Fall ist, dass er eben doch was kann. Und hat eben ehrgeizige Ziele. Aber eben die Neid zerfrisst ihn auch. Und deswegen werden wir erstmal jemanden suchen, also eine Heirat arrangieren. Deswegen wählen wir erstmal eine Ambition aus. Und zwar, dass wir heiraten wollen. So, und da werden wir jetzt schon mal schauen, wie werden wir jetzt unsere Ehefrau aussuchen. Das ist ganz einfach, er ist neidisch. Das heißt, ich denke, das bezieht sich halt eben auf denjenigen, wo er wirklich dann neidisch ist. Momentan neben ihm gibt es halt eben nur der König. Eine Meinung haben wir von ihm. Ja, können ihn nicht sonderlich gut leiden. Er hat aber momentan selbst keine Gattin. Das ist schon mal sehr interessant. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für uns, da jetzt da Neid aufkommen zu lassen. Haben wir vielleicht einen sehr mächtigen Vasallen? Die können wir eigentlich alle relativ gut leiden. Aber gut, das hat ja auch nichts mit dem Neid zu tun. Schauen wir mal. Er hat ebenfalls keine Ehefrau. Er hat eine Ehefrau. Okay, die Gräfin Loba von Combois. Oder Coimbra. Wie man es möchte. Wahrscheinlich eher Coimbra, weil Portugiesisch, das hört sich eher so an. Ja, dann müssen wir mal schauen, wen wir da nehmen können. Natürlich würde es sehr passen, wenn wir ebenfalls eine ehrgeizige Frau da nehmen würden. Allerdings sind wir schwächlich. Da haben wir vielleicht ein bisschen Sorge, dass wir dann eben zu schwach sind dafür. Wir sind übrigens auch ein geiziger Kaufmann. Das heißt also, wir haben da schon Erfahrung, wie wir Geld erwirtschaften können. Im Verborgenen konnten wir da unsere Fähigkeiten doch schon sehr gut aufbauen. Und das wollen wir halt jetzt eben unter Beweis stellen, dass wir eben nicht nur einfach irgend so ein hässlicher, legitimierter Bastard sind. Okay. Wir können ja mal durchschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eventuell eine Prinzessin haben wollen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir sind übrigens Nachfolger auf die Grafschaft Akanka. Okay, also eine Prinzessin wäre vielleicht ganz... ja, da gibt es aber sehr viele. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht jemanden, der im ähnlichen Alter ist wie wir. Machen wir mal nur Erwachsene. Und dann gucken wir mal hier so zwischen 19 und 20. Okay, da haben wir nicht viel Auswahl. Haben wir hier eine Prinzessin? Ja, wir haben hier drei Prinzessinnen. Wir haben einmal die Prinzessin von Norwegen, die Prinzessin von Navarra und die Prinzessin von Norwegen nochmal. Schauen wir mal. Die Maria, die kommt aus dem Hause Ingling. Das wäre zum Beispiel auch etwas, jemand aus einem großen Haus. Hier wäre jemand aus dem Hause unseres Königs. Okay, sie ist die Schwester des momentan Königs von Navarra. Navarra ist hier, dann hätten wir auf jeden Fall jemanden aus einem Königshaus. Ist ja logisch, weil Prinzessin. Aber trotzdem, die kann uns momentan nicht leiden, weil wir halt eben hässlich sind und auch schwächlich. Sie wäre lüstern, stur, geduldig und fleißig und ein unnachahmlicher Henkelschmied. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Dann gucken wir mal hier Maria. Sie ist die Tochter des derzeitigen Königs von Norwegen. Sie ist, wenn wir hier schauen, ebenfalls ein geiziger Kaufmann. Und das hier auch. Das würde schon mal passen. Sie ist zynisch, wohltätig, tapfer und neidisch. Also da hätten wir schon mal Gemeinsamkeiten. Natürlich kann sie uns nicht leiden, weil wir hässlich sind. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Und dann hätten wir hier noch Ingegerd.
Töricht der Krieger, hinterlistig, gebildet, willkürlich und geduldig. Natürlich schwierig. Ich könnte mir aber eben vorstellen, dass wir hier Prinzessin Maria von Norwegen nehmen, weil sie ebenfalls auch neidisch ist, ein geiziger Kaufmann. Da haben wir gemeinsame Punkte, die da vielleicht gar nicht mal so unrelevant wären. Deswegen werden wir sie mal auswählen. Ich denke, das werden wir machen. Wir bekommen Prestige, das ist auf jeden Fall schon mal ganz toll. Und dann werden wir sie heiraten. Das heißt, wir haben unsere Ehefrau ausgewählt. Wir werden mal kurz laufen lassen, erstmal auf niedriger Geschwindigkeit, damit die Ehe hier übernommen wird. Ich hoffe, das wird auch so angenommen. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, ob wir das eben, das jeden angeht, oder machen wir das eben nicht. Ich glaube aber, wir sind ja geiziger Kaufmann. Könnte ein bisschen Geld eintreiben, deswegen, ja, klar, es geht jeden an. Wir sind ja jetzt nicht zurückhaltend oder irgendwie sowas. Das geht schon. Dann machen wir mal wieder Pause. Und damit haben wir Maria der Dynastie von der Dynastie der Ingling des norwegischen Königs heiratet. Ich denke, das passt auch. Und ja. Ja, so, ja, wir haben keinen Erben. Das ist klar. Auf eine Ratsposition gucken wir uns gleich an. Titelverlust ist logisch. Ein Charakterfokus. Ist jetzt natürlich die Frage, was wir da auswählen. Ja. Ich könnte mir halt eben vorstellen, dass er erstmal auf die Wirtschaft geht, damit er eben gerade was die Einnahmen angeht, das etwas besser macht. Aber es könnte auch natürlich sein, dass er hier erstmal auf Krieg oder Jagd oder sowas geht, weil das ebenfalls gut möglich ist. Er ist ja ehrgeizig, ist aber auch gebildet. Ob er sich jetzt direkt mit der Familie beschäftigt, ist jetzt eine andere Sache. Aber auch erstmal Herrschaft, um seine Herrschaft. Ich denke, wir werden jetzt erstmal Herrschaft auswählen, um unsere Herrschaft da zu festigen. Damit wir uns legitimieren können. Erstmal schwierig genug. Ist ja gerissen und gebildet, das könnte gut passen. Ja, wir werden jetzt erstmal die Ratsposition auswählen. Wir haben hier Graf Bernau von Prangkanka. Oder Prakanscha. Nein, ich denke eher Prakanka. So, dann holen wir mal einen Marschall. Da ist niemand. Hier Rodrigo ist ganz gut. Der soll mal bitte Truppen ausbilden hier in Porto. Einen Kämmerer brauchen wir. Ja, nehmen wir mal ihn hier. Oder ihn. Der hier ist uns eher gut gestimmt, dann nehmen wir ihn hier. Wir sollen mal die Steuern eintreiben hier. Ja, so, der Hofspitzel. Könnten wir unsere Ehefrau nehmen? Ist natürlich die Frage. Ah, wobei, wir nehmen da lieber ihn hier. Er soll mal ein bisschen intrigieren. Soll hier ein bisschen aufpassen. Und der Hofkaplan. Dann nehmen wir ihn hier. Der kann uns auch schon gut leiden, dann ist das mal kein Problem. Wir werden den Klerus beeinflussen hier in Rom. Das ist, denke ich, steht außer Frage. So, jetzt müssen wir Beziehungen verbessern. Wir werden erstmal mit unserem König die Beziehungen verbessern. Ich denke, das ist erstmal ganz sinnvoll. Und einen Regenten müssen wir ernennen. Das werden wir aber jetzt noch nicht machen. Das steht jetzt noch nicht fest, wer da uns besonders gut gesonnen ist. Und jetzt unsere Ehefrau direkt zu benennen, das wäre auch ein bisschen, ich weiß nicht, ja, auch ein bisschen merkwürdig. Na so, Ambitionen haben wir hinbekommen und dann wollen wir natürlich jetzt erstmal einen Sohn bekommen. Wir wollen einen erben und wollen das natürlich erreichen, dass wir unsere Dynastie langsam aufbauen. Okay, was haben wir hier? Ich habe die Einführung des Gesetzes mittlere Macht der Krone in Königreich Galizien beschlossen. Euer Status als mein de jure Vasall berechtigt euch darüber abzustimmen. Okay. Wir können ja schauen, wie momentan das aussieht. Nein, hier bei Gesetze. Momentan auf gering. Wir werden ja erstmal ablehnen, denke ich. Also wir werden es ignorieren. Nicht zustimmen. Wir haben da kein Interesse daran. Wir wollen unsere Titel gerne beibehalten. Deswegen ignorieren wir das erstmal.
Und höchstwahrscheinlich nicht so gut an, wobei. Momentan eher keine Probleme. Oh, wir werden ins Amt berufen. Er will uns zum Kämmerer machen und das werden wir natürlich akzeptieren. Wir sind ehrgeizig. Das ist ein... Unser Status wird da ja natürlich aufgewertet. Und können dann natürlich noch mehr beweisen, dass wir mehr können, als uns immer nachgesagt wird. Wie gesagt, man kann quasi uns interpretieren wie so ein Ausgestoßener. So Kommandant. Wir sind schwächlich. Also wir werden es ablehnen, Kommandant zu sein. Okay. Er versucht jetzt Leon hier zu erobern. Die Truppen können wir auf jeden Fall ausheben. Ich denke, das ist klar. Um das eben zu unterstützen. Da haben wir natürlich doch schon Interesse dran. Bringen wir die erstmal alle hier hin. Achso, da müssten wir hier auf dieser Seite einsteigen. Der 3000 Truppen. Na, 4800. Okay. Wir steigen auf jeden Fall hier auf seiner Seite ein. Wir haben schon Interesse daran, dass hier Galizien groß bleibt, denn oder auch größer wird und nicht besiegt wird, weil das könnte sich negativ auf uns auswirken. In dem Sinne, weil er könnte ja dann vielleicht fordern, dass wir unseren Titel abgeben. Wir werden uns aber nicht hier als Kommandant legen. Das ist, denke ich, klar. Haben wir hier vielleicht noch jemanden, den wir dort hinstellen können? Wir bewegen uns mal dorthin. Wir müssen natürlich die Truppen im Auge behalten. Oh mein Gott. Ich fühle mich nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber, meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand seinen neuen Schmiedehammer daran aus. Ich will sterben. Wow, wir sind schon krank. Das wäre natürlich jetzt sehr doof. Und ja, es geht uns wieder besser. Sehr schön. Da bin ich doch sehr beruhigt. Ja, hier können wir nichts machen. Gehen wir mal dorthin. Ja, wir sind in zwei Kriegen jetzt drin. Alkantarischer Heiliger Krieg um Portugal. Wow. Ja, das ist super. Aber da sind wir nicht dran beteiligt. Also wir selbst sind nicht mit ihm im Krieg. Oder? Doch. Nee, Kommandant wollen wir nicht sein. Wir werden keine Truppen anführen. Wir sind schwächlich. Das tun wir uns nicht an. Versuchen wir diesen Krieg hier schnell zu gewinnen. Und dann halt eben hier drauf loszugehen. Ja. Wir haben jetzt nicht so viele Truppen. Wenn wir die hier mitkriegen, dann geht das eigentlich. Ja, das Projekt startet hier schon ganz schön spannend. Also, da wird nicht lang gefackelt. Also, wir werden hier auch mal sagen, dass wir eben keine Armeen anführen, damit wir da auch nicht irgendwo eingesteckt werden. Ah, ja, jetzt haben wir natürlich hier Verbündete drin. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Hauptstadt haben wir bald, also die erste Burg haben wir bald besetzt. Die ebenfalls. Ach nein, wir haben hier noch einen weiteren Krieg. Wow. Der nächste Heilige Krieg. Ja. Das fängt ja schon mal gut an. ja gut, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Wir wollen erstmal unsere Macht da festigen und es wird gleich hier daran gerüttelt. Aber wir sind da, wir haben da kein Problem mit. Und hier ist etwas passiert. Kastilien wurde gegründet, beziehungsweise hier ist höchstwahrscheinlich, haben wir hier da eine Nachricht bekommen. Wir haben da auf jeden Fall sehr viele Leute. Was ist mit ihm? Achso, ja, gut. Ja, König von Kastilien und von Leon, der hat wahrscheinlich den Titel geerbt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Na so, lassen wir mal weiterlaufen. Man könnte versuchen, die Truppen halt eben mitzunehmen, um hier anzugreifen. Aber zuerst mal diesen Krieg hier besiegen. Also diesen Krieg hier gewinnen, das wäre ganz gut. Weil ich eben nicht weiß, ob... ja. Ob die dann hier eben mitkommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn der hier Krieg erstmal vorbei ist, dass das dann eben der Fall ist. Ja, die besetzen jetzt hier erstmal. Schwieriger Beginn. Aber sollte es nicht weniger interessant machen. So, das haben wir jetzt auch. Wir versuchen mal jetzt hier die hier mitzunehmen. Wenn wir denen das nicht irgendwie sagen, die mitgehen können. Das tun sie nicht. Wir können uns hier halt eben anschließen. Ja, wow, jetzt sind die hier. Einen Anschluss können wir nicht erlauben. Das heißt also, die müssten normalerweise automatisch mitgehen. Machen sie nicht. Wir könnten zwar jetzt hier angreifen. So, die gehen jetzt hier oben hin. Dann folgen wir denen mal. Alleine sollten wir da nirgends rumstehen. Können wir das versuchen? Nein, die gehen nicht mit. Das ist natürlich nicht so toll. 27%. Ist aber auf jeden Fall... Ja, und hier hinten haben die jetzt schon das hier erobert. Okay. Leon. Ja, wir können hier momentan eher nur ausharren. Wir werden uns mal hier dieser Truppe anschließen, weil wenn wir allein da rumlaufen, von allen Truppen, die jetzt hier stehen, würden wir besiegt werden. Aguarda. Wir haben ja jetzt Leute in unserem Gefängnis. Verkaufen können wir da momentan keinen, wahrscheinlich weil wir im Krieg sind. Und hinrichten wollen wir sie jetzt auch nicht. Wir sind jetzt keine grausamen Menschen. Wir könnten Geld ein. Dann könnten wir vielleicht noch mehr Truppen ausheben, aber das ist alles ja. Würde jetzt nicht unbedingt helfen. So viel müssen wir gucken, wie wir das machen. Ja, jetzt haben die das hier wieder befreit. So, wir haben unsere Beziehung zu unserem König verbessert. Das ist schon mal sehr schön. Weil, wie gesagt, wenn wir dieses Königreich, also hier Leon, hier erobern, dann könnte es sein, dass wir vielleicht da vielleicht einen Herzogtitel oder einen Grafschaftentitel bekommen. Und das ist auf jeden Fall in unserem Interesse. Definitiv. Ach, die sind jetzt auch noch mit jemand anderem im Krieg. Ich das sehe. Ja. Ach so, aber die greifen irgendwo an. Ach, deswegen waren vorher eben gar keine Truppen gewesen. Greifen hier an. Oh, jetzt greifen die uns hier an. Da bin ich mal gespannt. Ob wir das hinkriegen. Na, die erste wichtige Schlacht, die haben mehr Truppen. Auch wenn... Und unsere Frau ist schwanger. Ausgezeichnet, sehr schön. Die sollten die Schlacht hier verlieren. Es war sehr riskant von ihnen, ja. Sehr schön. Wunderbar. Das ist ein Sieg, der da schon sehr ordentlich ins... die Prozentzahlen da reingeht, in den Kriegsstand. Punkte. Die Schlacht, allein diese Schlacht hat 20% gebracht. Sehr schön. Wir haben einen Anteil von 37%, 36%, 37%. Das ist ganz gut. War gut, dass wir hier uns angeschlossen haben. Okay, und wir kriegen höchstwahrscheinlich bald einen Nachfolger. Er möchte gerne jetzt Kämmerer sein. Wir geben ihm aber erstmal eine Chance, sich zu beweisen, unserem jetzigen Kämmerer. Wir haben selbst viel zu oft mitbekommen, wie es ist, wenn man, ja,
von vornherein verurteilt wird und eben keine Chance hat. Und das wollen wir eben nicht wiederholen. Wir sind nicht bösartig. Okay, bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir die Geschichte von Estevao miterleben und seine Nachfahren. Das war's von eurem Krumpass Bambuso.